Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Zu früher Stunde? Ihr seht, Luki ist zurück. Und zwar anlässlich des GoFest in Chicago gibt es für dieses Wochenende wieder Luki, kein Regieis. Dachte ich mir, nutzen wir die Chance. Ich habe immer noch kein Shiny. Vielleicht schaffe ich es heute. Also heute oder morgen. Aber ich habe eigentlich nicht vor, so viele zu machen. Also jetzt mache ich einen Dreier-Raid noch mit. Nicht Dreier-Raid, Triple-Raid. Drei Lugia, ich bin verwirrt. Das ist noch sehr früh, Leute. Also drei Lugia. Schauen wir mal, ob ich die Chance bekomme. Auf ein Shiny. Shiny 100 natürlich. Nee, Schmarrn. Irgendein Shiny reicht mir erstmal. Ja, ansonsten kann man schon sehen, hier zum Beispiel ein Flemly. Die Spawns sind auch erhöht, anlässlich des Events. Natürlich Plusl und Minun gibt es Shiny. Alola Dickter und Alola Kleinstein sind am Start. Was gibt es sonst noch? Ich habe gerade Barschwa gesehen, ich weiß nicht, ob der auch erhöht ist. Dann die Starter natürlich und Knackleon habe ich auch gesehen, wild. Also ich glaube, der ist auch erhöht. Ergodactyl mein paar. Und es war auch irgendwas zu hören von andere spezielle Raids. Also wäre geil, wenn irgendein anderer Dreier-Raid da wäre. Also diesmal meine ich echt Dreier-Raid. Nicht Triple-Raid, sondern Dreier-Raid, den wir solo machen können. Aber ja, jetzt machen wir erstmal hier den Lugia und den da hinten. Und dann da hinten irgendwo noch einer. Geht's? Ich habe wieder vergessen, was ein guter Konter ist. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Despot, ah, Gestein, ja klar. Flug. Unlicht, theoretisch auch, weil er ist ja Psycho. Naja, auf jeden Fall nicht Stolos, egal was. Aber egal, der wird eh ausgewählt. Ich meine 13 Leute mit Freundschaftsbonus, manche sogar auf Stufe 2, jetzt schon. Also ja. Alles easy. Ich habe immer noch keinen Gesteins-Despot auf Max gepusht. Kann mich nicht dazu überwinden. Also momentan brauche ich den ja auch nicht. Aber ja. Gut, dass wir bei 41 Sekunden kurz hängen geblieben sind und jetzt bei 38 wieder. Es gibt übrigens einen Trick, wie man das Go am Anfang überspringen kann. Dadurch spart man sich 3 bis 5 Sekunden. Ist interessant und wichtig für Solo-Raids. Ich habe Blitzer letztens ausprobiert, hat knapp nicht gereicht. Okay, ich habe meinen zweiten Go da noch nicht gemaxt. Aber ja, zum Beispiel gegen Vonona damals hätte das geholfen. Oder gegen Lepomentas, ihr wisst, wen ich meine. Da hätten die paar Sekunden auch geholfen. Den Trick werde ich euch separat nochmal in dem Video zeigen. Wahrscheinlich. Wenn nicht, hier die Info. Und zwar braucht man ein leeres Team. Boah, warte, ich muss mir das nochmal anschauen. Ich kann euch das nicht so sagen. Nicht, dass ich euch Fehlinformationen gebe. Schauen wir mal, Leute. Spannung steigt.
Also erstmal schlecht, den will ich gar nicht als Shiny haben. Unter 20. So. Okay. Zwei Versuche haben wir noch. Achso, ja. Fangt der Gegner nicht bei dem. Vergessen. Was war das für ein Wurf? Und der hat immer noch getroffen. Ja, okay. Oh Mann. Ich bin noch nicht so fit, Leute. Ein bisschen Konzentration. Ja. Okay, gehen wir weiter, das hängt. So. Slugi ist mir entkommen, aber da haben wir auf dem Weg zum zweiten ein Ergodactyl. Ja. So, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass die Ergodactyl ziemlich oft raushauen jetzt. Der hat auch richtig an Wert verloren. Früher, für viele, war das der letzte Gen 1 Eintrag. Damals noch, soweit es ging. Ja, und jetzt hauen die den so hart raus. IV-Check. Ah ja, direkt weg damit. Ich sollte meinen eigentlich auch auf Max pushen. Und Ding muss ich auch noch auf Max pushen. Roselia, Corazon. Ein paar Sachen bezüglich des Events. Als Special. Folgt die Woche wahrscheinlich. Wenn ich es nicht vergesse wieder. So, Versuch Nummer 2. Ich werde beobachtet, Leute. Aber so leider nicht. Einen Versuch haben wir noch. So. Wir müssen weiter. Die anderen warten nicht. So, auf dem Weg zum dritten. Hab den zweiten übrigens gefangen, also kein Problem. Ein Alola Dicta. Uhu. Theoretisch könnten wir... Ah ne, vergiss das. Ich wollte gerade sagen, wir könnten Alola Mauzi, Alola Dicta, Normal Mauzi, Normal Dicta pushen auf Max, aber... Ich brauche hier erstmal einen 100er Dicta Alola. So. Vielleicht ist er ja 100, aber ich glaube nicht. Die anderen haben nichts gesagt. Die anderen haben wir nicht gecheckt. Oh! Nein. Ich dachte schon, der ist 0. Das wäre auch was gewesen. Auf zum letzten. Warte, Shiny Check. Auf zum letzten Lugia. So, letzter Versuch. Schauen wir mal. Hängt ein bisschen heute, vielleicht liegt am GoFest 2010.
Gutes Jahr. Ich hab dir doch gesagt, schade. Aber schlechter IV. Ah, schade, keine Bonbons. Glück sei leider auch ausgelaufen. Also läuft mal gar nicht hier. Schlechter IV, keine Bonbons. Kein Glück sei und kein Shiny. Okay, wir sehen uns zu Hause, Leute. So, das war's. Gerade einen vierten sogar noch mitgenommen, weil nach dem dritten haben wir uns hingesetzt, ein bisschen getauscht und dann die paar Minuten haben wir auch noch gewartet, bis der vierte geschlüpft ist. Gefangen, gar nicht so schlecht. 2040, zwei Werte auf 15. Muss ich nochmal genau checken, wie viel der hat. Ich glaube 96 vielleicht oder 93, wahrscheinlich eher 93. Ja, aber leider auch nicht Shiny. Das war's von mir, vier Versuche, Shiny Lugia leider nicht bekommen, immer noch nicht. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Habt ihr Shiny Lugia? Habt ihr gutes Lugia? Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.